ja, Thomas Galasek, schöne Veranstaltung zugunsten der Knochenmarkspende-Datei, ein Freundschaftsspiel, Club gegen Bayern. Wie viel Brisanz steckt da noch drin? Ja, ist immer so ein spezielles Spiel und freue mich auf so Rasen und mit so Zuschauern wieder dabei sein und ja, einen Beitrag für so Junge wie Max so zu tun. Ja, das ist ganz schön und mache ich gerne. Die Clubfans sind hier in der Überzahl. Ihr habt 5:2 gewonnen, also auch eine Geschichte fürs Herz. Ja, ich dachte, ich muss noch die in Frage, wie läuft es aus, aber sagte, nein, wir müssen gewinnen. Deswegen ist ein gutes Ergebnis geworden. Aber ein Ergebnis, das sich wahrscheinlich in die Bundesliga selten übertragen lässt. Ja, wie weißt, vielleicht kommen auch die Spiele, wann Nürnberg von Bayern gewinnt. Wie verfolgst du momentan noch den ersten FC Nürnberg? FC Nürnberg, wenn ich Zeit habe, dann komme ich persönlich noch zuschauen. Anders habe ich genug Möglichkeiten, um Club verfolgen über App oder FCN App oder Internetseite. Ist so viel Möglichkeiten, dass ich immer Club verfolge. Ja. Wie findest du so die Entwicklung in der Sommerpause im Vergleich zur letzten Saison? So in der Nähe sitze ich nicht so, aber ich denke, dass ich gute Vorbereitung hinter Rücken habe und hoffentlich jetzt schaffe mir dann 10. Platz in der Tabelle. Warst du ja auch einer, der die Sechserposition beim 1. FC Nürnberg sehr geprägt hat. Dein Nachfolger oder einer deiner Nachfolger, Timmy Simmons, auch ein sehr prägender Spieler. Kann man so einen so leicht ersetzen? Ja, ich habe noch jemanden wieder erwartet. Ich war angefangen, dass jemand in Achse von 34 habe sie geholt und dann ist Simmons ganz gut Nachfolger von mir geworden. Und jetzt habe ich gewartet auch noch eine, aber schade, dass keine genau gekommen ist. Was traust du dem Club zu? Wo läuft am Ende der Saison ein, abschließend? Ja, ich denke, das Klassenerhalt ist immer wichtig und da müssen wir vielleicht auch wieder alle zufrieden sein, wenn wir Bundesliga wieder können spielen. Dankeschön. Bitte.